Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz. Mit Cordula Carla Gernt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier in der Geschichtenpraxis beim Kopfkino fürs Herz. Wenn ich aus meinem Geschichtenschatz eine neue Geschichte suche für diese Sendung, für diesen Podcast, dann frage ich gerne meine Geschichten. Na, wer will beim nächsten Mal dabei sein? Wen soll ich erzählen? Und da hat sich diesmal eine ganz kleine Geschichte gemeldet. Eine Geschichte, wo ich erst dachte, na, die ist vielleicht ein bisschen kurz und ein bisschen knapp. Aber dann hüpfte diese Geschichte mir sozusagen in die Arme und sagte, doch, erzähl mich. Die Kleinen sind auch wichtig. Gerade die Kleinen müssen sich manchmal gegen die Großen behaupten. Und da habe ich gedacht, recht hat sie. Und deswegen bekommt sie jetzt und hier heute ihren Platz. Wie Kleine die Großen mit ihren eigenen Mitteln schlagen können. Stellt euch vor, irgendwo in Afrika knabbert ein kleiner Hase ein paar Gräser. Mit seinem Hasenmäulchen zupft er einzelne grüne Halme aus und sie schmecken ihm richtig gut. Da kommt, padam, 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 ein mächtiger Elefant daher, sieht den Hasen und trompetet, »Hey Hase, fort mit dir, hier fresse ich. Ich bin groß, du bist klein, verschwinde.« Der Hase kraust seine Hasennase und hüpft verärgert davon. Ein Stück entfernt, am Ufer eines breiten Flusses, beginnt er wieder Gras zu zupfen, Halm für Halm. Da taucht ein gewaltiges Nilpferd aus dem Wasser und brüllt, »Hey Hase, fort mit dir, hier fresse ich. Ich bin groß, du bist klein, verschwinde.« »Blödes Nilpferd, blöder Elefant«, denkt der kleine Hase. Doch dann hat er eine Idee. Er hoppelt zu seinem Hasenbau, holt ein langes Seil und läuft damit zum Elefanten. »Großmächtiger Elefant«, sagt der Hase, »lass uns Seil ziehen und unsere Kräfte messen.« Der Elefant verschluckt sich beinahe vor Lachen. Doch dann packt er das Seilende mit seinem starken Rüssel und macht sich bereit. »Wenn ich losrufe, dann ziehst du«, bestimmt der Hase. Der Hase nimmt das andere Ende des Seils und hoppelt hinüber zum Fluss, wo das Nilpferd am Ufer steht. »Großmächtiges Nilpferd, lass uns Seil ziehen und unsere Kräfte messen.« Das Nilpferd verschluckt sich beinahe vor Lachen. Doch dann wickelt es sich das Seilende geschickt um ein Vorderbein und macht sich zum Wettkampf bereit. »Wenn ich losrufe, dann ziehst du«, bestimmt der Hase. Schnell springt der Hase hinter einen großen Busch und ruft, »Los!« Der Elefant zieht. Das Nilpferd zieht. Und sie ziehen. Und ziehen und ziehen. Sie strengen sich mächtig an. Sie stemmen die Beine in den Boden. Sie stampfen und schnauben und schnaufen. Sie ziehen einen Tag, eine Nacht, noch einen Tag und noch eine Nacht. Aber sie können einander nicht vom Fleck bewegen. Sie sind nämlich genau gleich stark. Nach 3 Tagen und 3 Nächten schließlich sind beide so erschöpft, dass sie das Seil im selben Moment loslassen und sich niederlegen. Da hüpft der Hase zum Nilpferd. »Na, bin ich nun so stark wie du oder bin ich es nicht?« Dann hüpft der Hase zum Elefanten. »Na, bin ich nun so stark wie du oder bin ich es nicht?« Elefant und Nilpferd sind tief beschämt. Und ab sofort darf der kleine Hase so viele Grashalme zupfen, wie er möchte. Und ich sag euch was, es war genug Futter da für alle 3. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Carla Gernt. Jeden Samstagmorgen neu im MKR, immer um 20 vor 8.
Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.